Aber ich lege keinen so großen Wert darauf, glücklich zu sein. Mir ist das Leben lieber. Das Glück ist ein schönes Miststück und man müsste ihm mal beibringen, was Leben heißt. Wir gehören nicht zur selben Partei. Wir haben nichts miteinander zu schaffen. Ich habe noch nie Politik gemacht, denn das nutzt immer jemand. Aber das Glück, dafür müsste es Gesetze geben, um es daran zu hindern, den Schweinehund zu spielen. Auf jeden Fall würde ich nicht hingehen und mich spritzen, um glücklich zu sein. Scheiße. Was sagen Sie, André Gigot, zu dieser Sequenz von Momo in Romain Garrys Roman »Du hast das Leben noch vor dir«? Man weiß nicht genau, ob er über Glück oder Heroin spricht. Ja. Aber gut. Ich habe das Gefühl, das Glück wird vom Leben getrennt, indem man es zu einer Errungenschaft erklärt, zu einem Ideal, um jeden Preis. Weil der Mensch das Glück erzwingen möchte, mit allen Mitteln. Schauen wir uns diesen Tisch an. Neben dem zufälligen Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch finden wir hier eine Reihe von Rezepten zum Glücklichsein. Haben Sie Talent zum Glücklichsein? Glück? Alleine glücklich? Das Glück in der Philosophie? 25 Rezepte zum Glücklichsein. Ich nehme an, Sie stört der Begriff Rezept. Ja, klar. Warum? Ich sehe das Glück nicht als autonomes moralisches Ideal, aber unsere Gesellschaft wollte daraus ein Lebensmodell entwickeln, ein Ideal, dem sich jeder unterzuordnen hat. Das ist meiner Ansicht nach weder effektiv noch moralisch zu rechtfertigen. Effektiv? Vielleicht. Das alles sind Instrumente zum Erlangen eines artifiziellen, unechten Glücks. Man spricht von künstlichen Freuden. Man könnte auch vom künstlichen Glück sprechen. Vielleicht sind solche Mittel tatsächlich effektiv, zumindest kurzfristig. Das unechte Glück hält sich hartnäckig, trotz der zahlreichen Rezepte für das wahre Glück. Ja. Das Glück wurde zu einem absoluten und autonomen Ideal erklärt, ein Konzept, das meiner Meinung nach nicht funktionieren kann. Deswegen greifen die Menschen zu solchen Mitteln, um das Glück zu finden. Glück als absolutes und autonomes Ideal funktioniert also nicht. Woran liegt das? Hier zum Beispiel 25 Rezepte zum Glücklichsein und in Klammern selbst unter François Hollande. Sie sagen, das haut nicht hin. Liegt das vielleicht daran, dass die Menschen so unterschiedlich sind? Kant sagte, Glückseligkeit ist ein nur empirisch erkennbarer Bestimmungsgrund. Jedes Individuum hat eine andere Vorstellung von Glück. Klappt es deshalb nicht? Es liegt sicher auch am subjektiven Empfinden, aber nicht nur. Wenn man Glück zu einem moralischen Ideal erklärt, bringt man die Würde ins Spiel. Der Mensch muss sich, im Sinne Kants, seines Glückes würdig erweisen. Ja. Die Philosophen haben schon immer nach dem Glück gesucht, in gleichem Maße wie nach Wahrheit, Freiheit oder Gerechtigkeit. Aber ich halte es für absurd, das Glück zum Ideal an sich, zur solitären Instanz zu erklären. Die Philosophen haben schon immer nach dem Glück gesucht. Aber gerade die Vertreter des Eudaimonismus haben zur Suche nach dem Glück eine nachgerade paradoxe Haltung. Sie betrachten das Streben nach Glück als höchstes Ziel, unterstellen aber immer Hoffnungslosigkeit. Horaz sagte, genieße den Tag, carpe diem, genieße, nutze den Tag oder seize the day, wie Englischlehrer Keating seinen Schülern im Film Der Club der toten Dichter rät. Carpe diem, Horaz sagt uns damit im Grunde, dass nichts von Dauer ist. Eigentlich eine traurige Aussage. Ja, das stimmt. Da ist immer diese Stimme im Kopf, die sagt, beeile dich, nichts ist von Dauer. Und das entfernt uns von den anderen. Gaston Bachelard schrieb, der Augenblick ist ein Moment der Einsamkeit. Wenn das Glück zum Ideal wird, wenn Glück bedeutet, jeden Augenblick nutzen zu müssen, dann wird es vergegenständlicht. Und das erscheint mir eine große Illusion zu sein. Glück ist etwas, das sich über einen längeren Zeitraum entwickelt, in der Hinwendung zu anderen Menschen. Wenn sich Glück über einen längeren Zeitraum entwickelt, dann wird Glück also konstruiert? Ja. Man bekommt es nicht geschenkt. Glück fällt einem nicht in den Schoß. Durch einen Lottogewinn oder durch eine Droge, die Glücksgefühle erzeugt. Das ist Glück, das nicht aus einem selbst kommt. Die Stoiker unterscheiden zwischen Dingen, die wir beeinflussen, und jenen, die wir nicht beeinflussen können. Sie sagen, wir können durch Reflexion lernen, das zu wollen, was wir beeinflussen können.
Zu glauben, Glück sei etwas, das uns widerfährt, erscheint mir vor allem moralisch gesehen ungerecht. Denn das würde bedeuten, dass manchen Menschen Glück zuteil wird und anderen nicht. Aber so ist es doch. Faktisch ja, aber... Manche Menschen sind glücklich, andere nicht. Aber manche haben im Leben mehr Glück als andere. Das Problem ist, dass wir das Glück aufblasen, dass wir daraus ein moralisches oder gar politisches Ideal machen. Was bedeutet das für Menschen, die vom Glück verlassen sind? Sie werden gewissermaßen doppelt bestraft. Kein Glück und einsam. Derjenige, dessen Glück von außen kommt und nicht aus ihm selbst, setzt sich dem Unglück aus. Ja, und wenn wir das als unveränderliches Modell voraussetzen, akzeptieren wir auch die Ungerechtigkeit. Völlig klar, wann dieses Bild gemacht wurde. Beim WM-Endspiel Frankreich gegen Brasilien. Das Bild zeigt die Ehrentribüne. Wir befinden uns im Jahr 1998 und sehen den damaligen französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac. Die Zuschauer beobachten konzentriert und angespannt das Spiel. Wir sehen Michel Platini, Prinz Albert. Alle sind gefesselt von dem, was auf dem Rasen vor sich geht. Heute wissen wir, es ist gut ausgegangen, und zwar gleich dreifach. Frankreich hat gegen Brasilien 3:0 gewonnen. Hier sehen wir, wie der Präsident bei jedem Tor freudig aufspringt. Aber etwas unterscheidet diese beiden Bilder. Es hat sich ein Fehler eingeschlichen. Finden Sie ihn, André? Die Brille. Die Brille. Jedes Mal, wenn Frankreich ein Tor schoss, sprang der Präsident freudig auf. Doch bevor die Freude oder das Glücksgefühl ihn übermannte, nahm er geflissentlich seine Brille ab. Wahrscheinlich hatte ein Berater ihm gesagt: Herr Präsident, bevor Sie Ihrer Freude Ausdruck verleihen, sollten Sie Ihre Brille abnehmen. Zeigt uns das nicht, dass das Glück gefälscht wird? Ich sehe darin noch mehr. In der Philosophie ist viel vom unglücklichen Bewusstsein die Rede. Hier sollten wir vielleicht vom glücklichen Bewusstsein sprechen. Entsteht es von innen oder wird es durch äußerliche Faktoren gemacht? Dann könnte das Glück tatsächlich eine Fälschung sein. Aber Sartre hat uns gezeigt, das glückliche Bewusstsein wird gemacht? Was bedeutet das? Wenn es von außen kommt, resultiert es aus Überlegungen und Entscheidungen. Können wir uns entscheiden, Glück zu empfinden oder zu zeigen? Und sind die Empfindungen und der Ausdruck von Glück wirklich das Gleiche? Können das Gefühl und seine Expression getrennt werden? Nein. Hätte dieser Mann die Hände auf dem Rücken gefesselt, hätte er also nicht die Möglichkeit, seinem Glück so deutlich Ausdruck zu verleihen, würde er es dann genauso stark empfinden? Ich glaube, das ist wie in der Liebe. Das Glücksempfinden entsteht in hohem Maße, indem man ihm Ausdruck verleiht. Könnten wir der Liebe sicher sein, wenn wir nicht sagen könnten, ich liebe dich? Könnten wir sicher sein, Glück zu empfinden, wenn wir es nicht zum Ausdruck bringen könnten? Glück und Ausdruck sind also untrennbar miteinander verbunden. Aber im Fall des Präsidenten haben wir vor dem Ausdruck des Glücks eine gewisse Latenzzeit, einen Moment des Übergangs, sehr kurz und kaum wahrnehmbar, aber doch vor den Augen der ganzen Welt. 2 Milliarden Menschen konnten sehen, wie der französische Präsident vor dem Jubel seine Brille abnahm, wenn auch nur wenige das bewusst wahrgenommen haben. Aber das bedeutet doch, dass vor dem Ausdruck eine Entscheidung steht. Und das Bewusstsein, es vor Kameras zu tun. Deswegen stellt sich die Frage nach der Aufrichtigkeit und der Unaufrichtigkeit des Glücks. Also nach der Authentizität. Er spielt die Rolle des aufrichtig glücklichen Mannes. Ja. Aber das Glück ist gespielt und das ist unaufrichtig. Vielleicht könnte man auch sagen, es ist die seriöse Seite des Glücks, eine seriöse Art und Weise, es auszudrücken. Dazu gehören der Jubel, das Emporreißen der Arme. Die gesamte Apparatur. Genau. Der ganze Apparat des Glücks. Genau, Platini dagegen wirkt auf mich, als würde er sein Glücksgefühl wie ein Kind zum Ausdruck bringen, ganz spontan. Das heißt, die Fragen, die sich bezüglich des Glücks stellen, sind die gleichen wie bei der Trauer? Ja. Im Trauerfall, auf der Beerdigung eines geliebten Menschen, kann es jedem passieren, dass es schwerfällt, genau im richtigen Moment das Richtige zu empfinden. So wie der Fremde im Roman von Albert Camus, der deswegen zum Tode verurteilt wird. Ja. Man wirft ihm vor, auf der Beerdigung seiner Mutter nicht geweint zu haben. Ja. Im Moment der Trauer kann es vorkommen, dass man nicht dem Bild entspricht, das von einem erwartet wird. Das ist eine Art Selbstschutz. Beim Glück gilt das Gleiche. Der Präsident ist verpflichtet, glücklich zu sein. Ja.
Das wird von ihm in seiner Position erwartet. Trauer kommt insbesondere dann zum Ausdruck, wenn wir über den Tod oder den Toten sprechen müssen, wenn wir unserer Traurigkeit Ausdruck verleihen. Und der Präsident ist verpflichtet, seinem Glück Ausdruck zu verleihen. Es ist eine gesellschaftliche Verpflichtung. Sie haben vorhin gesagt, das Glück und seine Expression seien untrennbar miteinander verbunden. Ja. Jetzt haben wir aber gesehen, dass es Ausdrucksweisen des Glücks gibt, die darauf hindeuten, dass Glück gefälscht wird. Bedeutet das, dass wir, wenn wir Glück nur lange genug vortäuschen, es schließlich tatsächlich empfinden? Nein, ich verstehe, was Sie meinen. Verstehen Sie? Ja, aber dem ist nicht so. Wie Blaise Pascal sagte, ihr wollt glauben, dann kniet nieder und betet. Es gibt drei Bereiche, in denen das Glück solchen Konstruktionen trotzt. Die Liebe? Das Glück in der Liebe, in der Kunst und im Glauben. Sowohl im religiösen wie im politischen Sinn. In diesen Bereichen muss man die Dinge tatsächlich empfinden, um sie ausdrücken zu können. Die Tatsache, dass ich meinem Glück Ausdruck verleihen kann. Entschuldigen Sie, ich habe mich geirrt. Wir sollen gar nicht hier hochgehen. Aber wir können die Szene nicht herausschneiden. Es ist schon vielsagend, dass ich in dieser Sendung über das Glück unbedingt die Treppe hochgehen möchte. Ja. Clemenceau sagte, der schönste Moment der Liebe ist, die Treppe hinaufzusteigen. Der Moment der Erwartung. Ja. Und der Ungeduld vielleicht. Das ist eine wichtige Frage. Entsteht Glück in der Vorfreude auf das Ereignis, von dem wir das Glücksgefühl erwarten, oder in dem Moment, in dem es eintritt? Denn wir haben ja gesehen, als Frankreich ein Tor schoss. Das ist wie bei den Kindern. Es wundert mich nicht, dass Fußballfans etwas Kindliches haben. Kinder empfinden großes Glück in der Vorfreude auf Weihnachten, so wie der Verliebte beim Gedanken an das Treffen mit der Geliebten. Glück entsteht in der Vorstellung und der Vorfreude. Ohne Vorstellungskraft gäbe es kein Verlangen. Stimmt. Wir können Glück nur empfinden, weil wir in der Lage sind, es zu antizipieren. Und was ist mit Schopenhauer, der sagt, das Leben schwingt hin und her zwischen Schmerz und Langeweile, zwischen dem Schmerz des Mannes und der Langeweile des Besitzes. Es gibt also kein Glück, oder das Glück ist extrem flüchtig. Es existiert nur in dem kleinen Moment des Übergangs zwischen Mangel und Fülle, zwischen Schmerz und Langeweile. Glück ist also nicht greifbar. Ich glaube, er beschreibt eine Befindlichkeit. Schopenhauer beschreibt keinen Wert, kein Ideal, sondern die Natur der menschlichen Existenz, so wie auch Blaise Pascal. Für Schopenhauer besteht die Existenz in einem ewigen Hin und Her zwischen dem Schmerz der Langeweile und der verzweifelten Erwartung, also dem Mangel. Wenn die Erwartung von Verzweiflung geprägt ist, wo bleibt dann das Glück? Glück kann sich in freudiger Erwartung ausdrücken, zweifelsohne. Die Freude eines Kindes zum Beispiel, das gleich seinen Vater treffen wird. Oder die freudige Erwartung der Liebe vor dem Zusammentreffen mit der geliebten Person oder kurz vor einem Kuss. Wir werden uns diesen Kuss gleich näher ansehen. Den Kuss zwischen Adèle und Emma. Eine Momentaufnahme aus dem Film Blau ist eine warme Farbe. Aber zuerst möchte ich noch einmal auf Schopenhauer zurückkommen. Er ist der pessimistischste Philosoph schlechthin und zugleich ein großer Denker des Glücks. Alle Befriedigung oder was man gemeinhin Glück nennt, ist eigentlich und wesentlich immer nur negativ und durchaus nie positiv. Es ist nicht eine ursprünglich und von selbst auf uns kommende Beglückung, sondern muss immer die Befriedigung eines Wunsches sein. Denn Wunsch, das heißt Mangel, ist die vorhergehende Bedingung jedes Genusses. Mit der Befriedigung hört aber der Wunsch und folglich der Genuss auf. Daher kann die Befriedigung oder Beglückung nie mehr sein als die Befreiung von einem Schmerz, von einer Not. Anders gesagt, wir sind jetzt gerade nicht besonders glücklich, nur mal angenommen. Hätten wir aber vorhin Kopfschmerzen gehabt und jetzt nicht mehr, wären wir erleichtert. Genau. Die Erleichterung macht das Glück bewusst. Es gibt kein Glück ohne die Erinnerung an den Schmerz? Ja, ohne die Empfindung des Mangels. Dann ist Glück also reine Vorstellung? Nein, aber es braucht die Imagination, um sich entwickeln zu können, so wie ein politisches Ideal. Glück braucht Imagination. Welche Rolle spielt die Imagination hier? Wir haben gesehen, Glück ist der Moment, in dem man die Treppe hinaufsteigt. Der Moment der Erwartung. Glück existiert also eher im Augenblick der schmerzlichen Erwartung als im Moment der Erfüllung. Auf diesem Bild wird die Erwartung scheinbar ins Unendliche gedehnt. Wo ist nun das Glück? Im Moment des Übergangs? Im Moment, da die Lippen sich berühren?
Es gibt hier zwei Aspekte. Erstens die Ungeduld und die Erwartung. Der Moment vor dem Kuss, der unendlich sein kann. Die Unendlichkeit ist sozusagen in der Gegenwart konzentriert. Zweitens die Vorstellungskraft. Man küsst nie nur einen Teil, sagen wir einen Körperteil. Ein Kuss umfasst den anderen in seiner Gesamtheit. Wenn man einen Menschen küsst, umarmt man seinen Körper, seinen Geist und seine Seele. Das Gleiche gilt natürlich, wenn wir geküsst werden. Unser ganzes Wesen wird geküsst. Und das Wissen darum ist in unserer Vorstellungskraft lebendig. Genau das ist es, was uns glücklich macht. Ein anderes Beispiel. Aus Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Aus dem Band Im Schatten junger Mädchenblüte. Es ist noch nicht die große Liebe, aber der Erzähler ist schon ein wenig verliebt in Albertine, als sie ihn auffordert, finden Sie sich in meinem Zimmer ein. Die Zeit vor dem Treffen ist wunderbar. Er ist glücklich. Als der Moment dann aber eintrifft, wird das Ganze etwas komplizierter. Proust widmet der Vorfreude sehr viel Zeit. Er beschreibt über mehrere Seiten, was der Erzähler empfindet, als er sich Schritt für Schritt dem Zimmer von Albertine nähert. Bis zu dem Augenblick, als er sich über ihr Bett beugt, um sie zu küssen. Sie erschrickt, denn das war nicht ihre Absicht. Sofort bricht alles zusammen. Aber kommen wir zurück auf den unendlichen Augenblick, der dem Glück vorausgeht. Er ist, mit Schopenhauer, ein Moment des Schmerzes. Ein Moment des Schmerzes. Und doch ist es immer wieder genau dieser Moment, den der Mensch sucht. Wäre dieser Schmerz etwas, das wir zu vermeiden trachten, dann würden wir diese Augenblicke nicht immer wieder suchen. Sie verleihen unserer Existenz Intensität. Das Leben ohne sie wäre leer. Wir sehen hier, wie die junge Frau beim Küssen die Augen schließt. Man schließt die Augen in Erwartung dessen, was da kommt, wie beim Empfang der Hostie. Bei Proust heißt es, sie ließ ihre Zunge in meinen Mund gleiten wie ein tägliches Brot. Sie erwartet etwas. Wahrscheinlich stellt sie sich das Glück vor, das sie empfinden wird. Das Glück liegt also in der Zukunft. Unaufhörlich in der Zukunft. Bis zum Moment des Kusses, in dem das Glück schon wieder Erinnerung ist. Das gilt für alle Augenblicke des Lebens, nicht nur für den Moment des Kusses. Der Mensch kann nicht in der Gegenwart verharren. Sobald wir die Gegenwart oder den Augenblick festhalten wollen, sterben wir. Wir denken immer in die Zukunft. Bezogen auf die Liebe kann die Zukunft schmerzhaft sein, wenn wir Schopenhauer zugrunde legen. Sie kann aber auch sehr schön sein. Das heißt aber auch, dass das Glück stets auf dem Sprung ist, auf uns wartet. Ja. Kann man Glück unter diesen Bedingungen erzwingen? Ich denke, kann man das erzwingen? Wir können es anlocken, vorausgesetzt, wir machen uns von einem bestimmten Modell des Glücks frei. Von einem Modell, das mit Erfolg verknüpft ist, mit einem Leistungsdenken, das uns von den anderen isoliert. Dieses Modell finden wir überall, in Schulen, im Sport, in Unternehmen, in der Kultur. Das heißt? In allen Bereichen des Lebens. Bitte sehr. Das erscheint mir katastrophal. Was erscheint Ihnen katastrophal? Dass wir das Glück zu einer gesellschaftlichen Norm erheben, die wir durch Leistung erfüllen sollen. Also Glück durch Leistung. Ich bin, was ich leiste. Ich bin, was ich besitze. Und mit meinem Glück überrolle ich die anderen. Reduziere ich das Glück damit auf Wohlbefinden? Sicherlich. Dann ist Glück nur noch Komfort? Ja. Ich fahre entspannt in meinem schönen Auto, rauche eine Zigarette und höre Sixto Rodriguez. Ich bin entspannt, ich bin glücklich. Zum Beispiel. Aber daran ist ja nichts Schlimmes. Ja. Dagegen kann ich nichts haben. Mich stört nur, wenn Glück zu einem Pseudo-Ideal erhoben wird, das alle wahren Ideale verdrängt. Und alle Werte, die zu dem Glück führen, das ich im Einklang mit anderen erreichen kann. Was mich stört, ist Glück ohne Wahrheit, ohne Gerechtigkeit, ohne Freiheit. Nicht das Glück an sich. Die Philosophen waren schon immer auf der Suche nach dem Glück, von Anfang an. Ich bin nur dagegen, dass das Glück zu einem übergroßen Ideal erhoben wird. Das kann, wie wir gesehen haben, nicht funktionieren und ist moralisch gesehen äußerst fraglich. Denn wohin führt das? Es führt geradewegs zu einer Gesellschaft, in der jeder sich nur um sich selbst kümmert und nur darüber definiert, was er produziert. Glück, wenn ich es will.
Genau. Hier sollten wir unterscheiden zwischen Glück und Freude. Glück können wir als zeitweilige Suspension des Schmerzes im Wohlbefinden beschreiben. Freude dagegen kann man empfinden, obwohl man das Leben in seiner Gesamtheit vor Augen hat, mit all seinen negativen Seiten. Sicher. Die Freude kennt auch die schmerzhaften Seiten des Lebens. Ja, und den Zustand des Glücks kann man erreichen, indem man das Unglück nicht als Schicksal akzeptiert, sondern als einen Schmerz versteht, gegen den man aufbegehren kann. Lassen Sie uns da lang gehen. Entschuldigen Sie, ich möchte Sie nicht unterbrechen, aber schauen Sie sich das an. Das kann kein Zufall sein. Das Plakat des Films »Das Glück kommt nie allein« mit Sophie Marceau und Gad Elmaleh. Haben Sie ihn gesehen? Nein. Ich auch nicht. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ein wirklich aufschlussreicher Titel, denn Sie haben vorhin ja immer wieder die egoistische Seite des Glücks kritisiert. Ja. Die egoistische und unmoralische Seite. Was sagen Sie zu diesem Titel? Man kann ihn auf zwei Arten verstehen. Das Glück kommt nicht, wenn man alleine ist, oder wenn man einmal Glück hat, zieht das weiteres Glück nach sich. Ja, natürlich. Mich interessiert jedoch vor allem der Aspekt des Alleinseins. Ja. Was steckt dahinter? Dass derjenige, der alleine glücklich ist, letztlich dem Unglück in die Arme läuft? Sie haben ja moralische Aspekte angeführt. Wer glücklich ist, pfeift auf die Moral. Wer glücklich ist und im Fernsehen Menschen sieht, die verhungern, lässt sich trotzdem nicht den Appetit verderben. Stimmt, aber was ich meine, ist der moralische Zwang, glücklich sein zu müssen. Glück soll eine allgemeingültige Norm sein und wird zum moralischen Ideal für alle erhoben. Ja. Es gilt als universelle gesellschaftliche Norm. Glück gilt als Ideal, nach dem die Menschen beurteilt werden und ihr Erfolg gemessen wird. Gehen wir mal von jemandem aus, der ein glückliches und angenehmes Leben führt. Ja. Ein glücklicher Mensch. Ein gutes Leben. Ja. Er ist rundum zufrieden, alles läuft bestens. Er ist sorgenfrei, gesund, hat genug Geld, genug zu essen. Er ist glücklich. Ist so ein Mensch durch sein Glück nicht besonders prädestiniert, zum Glück anderer beizutragen? Und sei es aus Egoismus, aus Eigennutz oder um sein Gewissen zu beruhigen? Kann man besonders gut zum Glück anderer beitragen, wenn man selbst glücklich und mit dem Leben zufrieden ist? Sicher, jeder sollte sich auch um sich selbst kümmern. Für Kant war Glückseligkeit kein Ideal, sondern eine Pflicht. Wer unzufrieden ist, riskiert die Verletzung seiner Pflichten. Wer für andere stark sein will, muss sich erst um sich selbst sorgen, hat Foucault gesagt. Selbstsorge führt zu Solidarität. Genau, um sich einbringen zu können, muss man frei sein. Doch innere Freiheit findet man nur, wenn man den anderen Freiheit zugesteht, indem man sich mit ihnen auseinandersetzt. Nicht indem man sich zynisch abgrenzt und nur auf das eigene Glück fixiert ist. Erinnern Sie sich an die Pest von Camus? Im Roman gibt es die Figur des Journalisten Rambert. Er kam nach Algerien und ist zufällig in Oran, als die Pest ausbricht. Aber dann kommt er nicht mehr weg, weil die Stadt unter Quarantäne steht. Er sitzt fest. Am Anfang versucht er alles, um die Stadt zu verlassen, doch es gelingt ihm nicht. Später sagt Rieu, der Arzt und Erzähler des Romans, zu ihm: Ich verstehe Sie, obwohl er selbst für die Quarantäne verantwortlich ist. Ich verstehe Sie, man braucht sich nicht zu schämen, weil man das Glück vorzieht. Rambert, der die Möglichkeit hätte zu fliehen, beschließt zu bleiben, weil man sich schämen kann, alleine glücklich zu sein, wie er sagt. Genau, und dieser universelle Ansatz gefällt mir sehr gut. Das finden wir auch bei Marceau in Der Fremde von Camus. Seine innere Auflehnung lässt ihn schließlich sein Glück erkennen. Ich bin mit den Sternen über dem Gesicht wach geworden. Und er wünscht sich sogar, am Tag seiner Hinrichtung mit Schreien des Hasses empfangen zu werden. Am Ende des Romans. Ja, seine Auflehnung führt dazu, dass er das Glück schließlich erkennen kann. Aber noch einmal, es geht nicht darum, sich das Glück zu erarbeiten. Glück darf nicht zu einem absoluten Ideal erhoben werden. Das ist weder effektiv noch moralisch gesehen wünschenswert, weil es eine zerstörerische Wirkung auf das Zusammenleben der Menschen hat. Und es ist nicht effektiv. Wenn das funktionieren würde, bräuchten wir tatsächlich nur ein paar Rezepte, um glücklich zu sein. Ja. Dann wären alle glücklich. Glück stellt sich also nur ein, wenn wir es nicht als Ideal betrachten. Wenn wir es nicht als Ideal betrachten und vor allem nicht als isoliertes Ideal. Schluss mit dem Glück heißt für Sie, fort mit dem Glück, das zum Ideal erhoben wird? Zu einem solitären und individualistischen Ideal. Glück als solidarisches Ideal, könnten Sie das akzeptieren? Ja, absolut. Gut, das ist unser Schlusswort. Glück ist ein solidarisches Ideal, das wollen wir uns merken. Achtung!
Kommen Sie. Und das ist der Punkt.